Willkommen aus Granada. Genau, willkommen in unserer zweiten Stadt in Nicaragua. Sie haben viel vor. Ja. Kurz gesagt, wir haben eine Free-Walking-Tour vor. Wir haben den Masaya-Vulkan vor und wir haben eine Kajak-Tour vor. Genau. Also viel Spaß beim Gehen. Granada ist unser zweiter Stopp hier in Nicaragua und gefällt uns auf Anhieb schon deutlich besser als Leon. Granada ist halt auch so quasi das touristische Zentrum von Nicaragua und das können wir auch total bestätigen. Es gibt super viele Touristen hier, aber es hat auch seinen Grund. Die Stadt ist halt wirklich mega schön, die Häuser sind alle total bunt und angestrichen und haben halt sehr viel noch diesen kolonialen Stil. Also Granada ist auch eine Kolonialstadt aus der Zeit der spanischen Kolonien. Uns gefällt es hier total gut, sieht mega schön aus und auch hier haben wir wieder eine Free-Walking-Tour gebucht. Diesmal allerdings nicht über Google Walk, da gab es keine. Für Granada haben wir jetzt einfach dann über das Selena Hostel gemacht. Das ist quasi direkt am Hauptplatz. Also wenn ihr da mal diese Free-Walking-Tour machen möchtet, dann lauft einfach zum Selena. Ich glaube mittwochs um 9.30 Uhr oder sowas, sonst fragt mal bei euch im Hostel nach. Die können euch das auf jeden Fall sagen. Die Free-Walking-Tour war auch recht interessant. Wir haben uns einige Orte auch in Granada angeschaut. Ansonsten hat sich vieles gedoppelt zur Geschichte, weil wir ja davor schon die Free-Walking-Tour in León gemacht haben. Falls ihr unser Video dazu noch nicht geguckt habt, schaut da gerne noch mal rein. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr auch erzählt zur Geschichte und zur Politik des Landes. Ja, dann fingen auch direkt die ersten Highlights an. Wir wollten Kajak fahren. Aber Kajak durch den Dschungel sozusagen. Also Granada ist ja an einem riesigen Süßwassersee. Kurz gesagt zum Süßwassersee. Das ist der einzige Süßwassersee, der Süßwasser hat auf der ganzen Welt. Das fanden wir echt cool. Den wollten wir eigentlich sehen, aber leider wurde das nicht. Aber wir hatten dann so eine kleine Kajak-Tour geplant. Gebucht auch. Und da direkt vom Hotel abgeholt und dann ging es auch schon los, ein Kajak rein. Das Coole ist, die haben so ganz kleine Inseln da, so super kleine Inseln. Und wir sind da richtig durchs Gebüsch gefahren, sozusagen so, als ob du durch den Dschungel gefahren bist. Also. Genau, also was man dazu sagen muss, diese kleinen Inseln, die Eli gerade angesprochen hat, die heißen Las Isletas. Das sind wohl 365 kleine Inseln, die mal vor Millionen von Jahren von einem Vulkan oder durch einen Vulkanausbruch entstanden sind. Und dadurch haben sich da halt, also hat sich da quasi so eine kleine Zunge an super vielen kleinen Inselchen gebildet, um die man halt so mit dem Kajak super herumschippern kann. Es hatte so ein bisschen so ein Gefühl von durch Mangrovenwald schippern oder so, nur dass es halt kleine Inseln waren. Also war echt mega cool, wir hatten voll die schöne Zeit. Wir haben viele Tiere gesehen, sowas wie Brüllaffen, Fledermäuse, die unfassbar gut getarnt waren. Die waren einen halben Meter davor und haben die nicht gesehen, weil die so gut getarnt waren. Das war der Wahnsinn. Las Isletas. Waren auch immer manchmal so kleine Häuser. Da dachten wir uns echt cool, Schellfrau, du hast eine kleine eigene Villa auf so einer ganz kleinen Insel. Also da kann man definitiv abschalten, falls jemand sowas mag, so richtig abzuschalten. Ja, übrigens, da gibt es auch immer wieder Schilder, dass irgendwie Inseln zu verkaufen sind oder so. Also man kann wirklich da sich eine Insel kaufen.
kurz auch nochmal zur Historie dazu. Diese Isletas gehörten halt früher eigentlich der indigenen Bevölkerung. Und wie das leider ja auch so oft gewesen ist, haben sie dann irgendwann aus Geldnot ihre Inseln an die reichen Kolonialisten verkauft. Der Lauf der Geschichte wiederholt sich leider überall auf der Welt. Genau, und dadurch gehören jetzt halt total viele Inseln halt reichen Menschen. Aber man kann sich eben auch eine kaufen, theoretisch. Also wir könnten uns theoretisch auch eine kaufen. Und zwar halt, wie ich das auch schon gesagt habe, teilweise richtig geile Häuser da drauf. Hat schon was. Also, falls jemand eine Insel unbedingt kaufen will, bitte schön, in einen Süßwassersee. Man kann einfach in den See gehen. Ja. Das ist voll geil. Das war echt mega cool. Das ist richtig erfrischend. Ja, die Kajaktour endete dann, kurz gesagt, an so einem kleinen Fort, so einem ganz kleinen Aussichtspunkt, das war ganz cool. Ja, und dann hatten wir noch einen zweiten Ausflug, und zwar sind wir zum Masaya-Vulkan gefahren. Haben wir auch wieder über unser Hotel gebucht. Ja, also das ist quasi so die Attraktion, wenn man noch nie einen aktiven Vulkan oder halt wirklich blubbernde Lava gesehen hat. Das war schon auch irgendwie sehr cool. Wir haben das Ganze ja mit unserer Freundin Emilia gemacht und für sie war das auch ein riesengroßes Highlight, mal so offene Lava gesehen zu haben. Das war auch für uns natürlich sehr, sehr cool. Es hat auch ultra nach Schwefel gerochen und alles. Aber man muss auch... Man muss auch dazu sagen, wir waren ein kleines bisschen enttäuscht, weil wir gedacht haben, dass dieses Lava-Loch viel größer wäre und viel näher an uns dran. Es war schon sehr weit entfernt. Also man hat durch den Rauch und so in sich das gar nicht so richtig gesehen. Man hat da nur abends so ein bisschen was hochgehoben. Genau, und es gab tatsächlich auch nur zwei Plattformen, wo man auch wirklich was gesehen hat. Da haben sich natürlich die Menschen alle drum getummelt. Man musste sich ein bisschen so um seinen Platz frei kämpfen, damit man da auch mal in dieses kleine Loch runtergucken kann. Es war ganz nett für uns jetzt, aber gerade nach dem Azatenango-Vulkanerlebnis jetzt kein besonderes Highlight. Ja, zusammenfassend können wir sagen, war für uns Zeit hier in Granada wirklich sehr, sehr schön. Wir haben sehr coole Sachen erlebt und insbesondere halt unsere Kajaktour um die Las Isletas. Las Isletas, die waren echt cool. Ja, das war was ganz Besonderes. Also falls ihr mal nach Granada kommt, das könnten wir euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und in unseren nächsten Videos geht's auf die Insel im See. Auf die größte Las Isletas. Ja, gehört zwar nicht zu den Las Isletas, aber es geht auf jeden Fall auf die Insel im See. Freut euch drauf, ganz viel Spaß. Viel Spaß euch noch. Ciao. Ciao. Unfassbar gut geplant war. Wir waren echt einen halben... Getan. Ja, geplant. Besonderes Highlight.